Willkommen zurück an der Humboldt-Universität in leeren Räumlichkeiten. Ich bin ganz allein in diesem Hörsaal und auch allein durch die Gänge gegangen, sodass wir zwar nicht im Präsenznotbetrieb sind, aber ein digitales Semester vor uns haben. Und für Sie als Studierende wird es ein schwieriges Semester, wie auch das vorherige. Aber Schwierigkeiten gehen vorüber und Sie werden sie auch gemeinsam mit uns bewältigen. Denn am Ende werden wir alle gemeinsam neue Präsenz auch an der Humboldt-Universität erleben, sodass tatsächlich Licht am Horizont ist. Jetzt im Moment ist es außergewöhnlich schwierig. An allen Ecken und Enden klemmt es. Viele von Ihnen haben den Job verloren und wissen nicht so richtig, wie es tatsächlich am nächsten Tag und im nächsten Monat weitergeht. Ich bin mit Ihnen leidend, was jetzt tatsächlich die Versorgung mit Nothilfefonds betrifft. Und werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass es erleichterte Bedingungen auch für Nothilfe, Unterstützung gibt und man nicht ewig lange belegen muss, was jetzt pandemiebedingt ein Notfall ist. Und das gilt auch für andere Dinge des Lebens, seien es jetzt Leihgeräte oder Unterstützung für die Betreuung von Kindern, Nachteilsausgleich für entsprechend betroffene Studierende oder häusliche Gewalt. Und last not least, psychologische Beratung, wenn Sie ganz besonders darunter leiden, dass Ihnen der soziale Kontakt und das sich auch stark machen mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen fehlt, um einfach zu erkennen, dass auch die anderen nicht alles verstehen, wie sollte es auch sein. Für solche und ähnliche Dinge ist auch die psychologische Beratung an der Humboldt-Universität Ihnen zur Verfügung stehend. Und ganz sicher wird sich dieser Raum wieder füllen, unser ältester Hörsaal in der Humboldt-Universität. Es wird dringlich und auch Sie werden aus dieser Universität mitnehmen, dass diese Universität eine Präsenzuniversität ist, bei der man miteinander sozialen Kontakt hat. Halten Sie gut durch, gemeinsam werden wir das schaffen und bis zum nächsten Mal.